Hey, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ihr seht schon im Titel 5 neue iPhones dieses Jahr. Was es damit auf sich hat und wie es so um das App-Event in diesem März aussieht, das gibt's alles in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, kaum zu glauben, es ist einfach schon März, also das Jahr geht wirklich richtig rasend schnell voran. Und da gibt's ja laut aktuellen Gerüchten auch am 31. März wieder ein App-Event. Hier wird vor allen Dingen das neue iPhone SE 2 bzw. iPhone 9, je nachdem wie es dann heißen soll, vorgestellt. Das ist ja höchstwahrscheinlich schon klar, aber es wird natürlich auch noch etwas weiteres geben. Und zwar gibt es hier laut aktuellen Gerüchten auch Neues zum iPad Pro bzw. zum Einsteiger-iPad. Da ist man sich noch nicht genau sicher, was da so kommen wird, aber vielleicht sieht man ein neues Einsteiger-iPad ebenfalls auf dem März-Event. Dann gibt es aber auch noch ein paar News und zwar zu den AirTags. Das sind ja diese GPS-Schlüsselfinder, damit man auch von unterwegs schauen kann, wo so seine Sachen sind. Da gibt es ja schon seit längerem Gerüchte, dass da etwas kommt und womöglich sieht man auch ebenfalls etwas bei diesem März-Event. Ob das wirklich schon beim März-Event ist oder dann vielleicht erst bei der WWDC im Juni, da gibt es auch schon ein paar Daten. Ich glaube vom 1. bis 5. Juni 2020 wird die stattfinden. Bleibt natürlich abzuwarten, aber ich könnte mir vorstellen, dass Apple vielleicht hier schon das Ganze zur Sprache bringt. Dann gibt es auch aktuelle Gerüchte, dass vielleicht ein neuer Apple TV kommt. Hier mit einer geupdateten Hardware und zwar mit dem neuen A12 Chip. Aktuell ist glaube ich da A10 im Apple TV installiert. Summe ist einfach noch so ein bisschen performanter. Ob da noch groß was mehr kommen wird in Sachen Apple TV, glaube ich eher nicht. Hier könnte ich mir aber vorstellen, dass das vielleicht erst später kommt. Das sind wie gesagt nur alles Gerüchte, hier ist nichts offiziell. Das wäre jetzt aber wahrscheinlich so die Produkte, die zum 31. März vorgestellt werden. Bleibt natürlich abzuwarten. Ich werde euch dann natürlich immer auf dem Laufenden halten. Sonst einfach hier abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Kommen wir kurz zwischendurch zum heutigen Sponsor des Videos und das Ganze ist Raid Shadow Legends. Kurz weg, ich habe das Spiel schon seit einigen Wochen gespielt und jetzt freut es mich umso mehr, dass halt diese Zusammenarbeit auch zustande gekommen ist. Raid Shadow Legends kennt bestimmt die ein oder anderen von euch. Ansonsten checkt gerne mal unten den Link in der Videobeschreibung aus. Das Ganze gibt es kostenlos im Apple App Store, Google Play Store und jetzt neuerdings auch für PC und Mac. Da könnt ihr es überall zocken und natürlich auch mit dem gleichen Account. Das Ganze ist auf jeden Fall kein langweiliges Cartoon-Spiel oder so, sondern hat einen sehr realistischen Fantasy-Style und richtig gute Angriffs- und Animationseffekte. Die Champions haben auch unterschiedliche Fähigkeiten, was natürlich dann auch einiges ausmacht bei den Kämpfen. Die Helden kann man dann auch noch kräftiger und mächtiger machen, was natürlich für die weiteren Schlachten entscheidend ist und es gibt auf jeden Fall von Teil zu Teil auch immer neue Funktionen. In Schlachten gegen den Clan-Boss kann man dann auch zusammen mit seinen Clanfreunden antreten und dafür dann Belohnungen bekommen. Sehr nice finde ich auch die Dungeons, bei denen man gegen verschiedene Bosse kämpfen und Artefakte gewinnen kann. Somit lassen sich dann auch die Champions nochmal stärker machen. Im Spiel könnt ihr mich übrigens ganz klassisch unter majortech.de finden und ihr könnt ebenfalls auch meinem Clan beitreten. Außerdem gibt es ja auch den Battle Pass und für tägliche bzw. wöchentliche Herausforderungen gibt es dann auch ordentlich Belohnung. Über den Link unten in der Videobeschreibung bekommt ihr direkt 50.000 Silber und einen kostenlosen epischen Champion aus dem neuen Einsteigerprogramm. Also beginnt die Reise. Let's go. Kommen wir nun zurück zu den Apple News und zwar zum iPhone. Das ist wahrscheinlich auch für die meisten von euch am interessantesten. Zum iPhone SE 2 habe ich schon ein bisschen was gesagt. Jetzt kommt es zum iPhone 12. Da wird es laut aktuellen Gerüchten nicht nur drei Modelle geben, wie bisher angenommen, sondern wahrscheinlich ganze vier Modelle. Hier einmal das iPhone 12, das ganz klassische, dann das iPhone 12 Plus und dann natürlich die üblichen Nachfolger iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Also insgesamt vier Geräte. Was es damit auf sich hat, wie die aktuelle Gerüchtelage ist, das schauen wir uns jetzt als erstes einmal an. Starten wir als erstes mal mit dem Einstiegs-iPhone, ich sag's einfach mal so, dem iPhone 12, dem Nachfolger des aktuellen iPhone 11. Hier gibt es ja bis jetzt nur eine Variante. Wahrscheinlich wird es in diesem Jahr ganze zwei Varianten geben. Einmal mit 5,3, 5,4 Zoll, wahrscheinlich 5,4 Zoll und dann nochmal mit 6,1 Zoll, wie es auch aktuell schon der Fall ist. Ist auf jeden Fall für Apple, denke ich mal, ein sinnvoller Schachzug, da es wie gesagt jetzt nur eine Größe vom aktuellen iPhone 11 gab und bekanntlicherweise
Preise verkauft sich das iPhone ja wirklich richtig, richtig gut. Auch schon wieder hier beim iPhone 11 ist man da auf einem sehr guten Weg. Und deswegen denke ich mal, macht es auf jeden Fall für Apple-Sicht Sinn, dass man hier zwei verschiedene Displaygrößen auf den Markt bringt. Hier wird es wahrscheinlich ebenfalls auch ein OLED-Display geben. Wahrscheinlich die Technologie, wie es auch beim iPhone 10s bzw. iPhone 10 der Fall ist. Beim iPhone 11 Pro ist das ja so ein XDR-Display, wie Apple das nennt. Das ist noch ein bisschen heller und das macht sich dann auch so ein bisschen bei den Farben bemerkbar. Dazu komme ich gleich aber nochmal genauer. In puncto Kamera wird man auch hier wieder zwei Kameras haben. Einmal die Weitwinkelkamera und die Ultra-Weitwinkelkamera ist, denke ich mal, auch ein ganz guter Kompromiss. Dann wird sie allerdings noch etwas ändern und das finde ich persönlich wirklich sehr gut und das ist das Design. Das wird wieder wahrscheinlich, wie gesagt, es sind alles nur Gerüchte und Leaks und so, das ist noch nichts bestätigt, das wird man alles erst im September sehen, aber das Design wird wahrscheinlich wieder kantiger, so wie damals beim iPhone 5S bzw. iPhone 5, iPhone 4 und so weiter. Das hat mir persönlich wirklich sehr gut gefallen. Laut den aktuellen Bildern sieht es auch so aus, dass man hier wieder so eine kleine Diamantschliffkante hat vielleicht. Ist natürlich die Frage, ob Apple jetzt wieder beim iPhone 12 und 12 Pro den Weg geht, dass die günstigeren Modelle einen Aluminiumrahmen haben und die teureren Modelle einen Edelstahlrahmen. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und ja, das sieht auf jeden Fall sehr schön aus, meiner Meinung nach. Was ist eure Meinung dazu? Auch das gerne mal unten in den Kommentare. Ich finde es auf jeden Fall wirklich richtig cool. Mir hat das iPhone 5S damals mit der Diamantschliffkante wirklich richtig gut gefallen. Dann kommen wir jetzt auch schon zu den größeren Modellen und zwar das iPhone 12 Pro und 12 Pro Max. Hier ebenfalls in zwei Displaygrößen, 6,1 Zoll und 6,7 Zoll. Das 6,7 Zoll Modell soll noch so ein bisschen größer sein als das aktuelle 11 Pro Max Modell. Ist natürlich dann so eine Frage der Bedienbarkeit. Muss man mal schauen, wie das so ist. Ich denke mal, die Umgewöhnung wird gar nicht mal so groß anders sein als beim aktuellen 11 Pro Max. Beide Modelle werden wahrscheinlich auch hardwaremäßig auf dem gleichen Stand sein, sowohl vom Prozessor als auch von den Kameras und dem Display. Hier, wie gesagt, die bessere Display-Variante, wie es auch bei den aktuellen 11 Pro Modellen der Fall ist. Das heißt, sie sind auch so ein bisschen heller. Dadurch kommen die Farben auch so ein bisschen besser zur Geltung und so weiter. Also das merkt man im direkten Vergleich schon. Dennoch ist es natürlich super, dass bei den iPhone 12 Modellen ebenfalls ein OLED-Display verbaut ist. Des Weiteren beim 12 Pro Max wird natürlich wie auch beim aktuellen Max-Modell dann auch eine bessere Akkulaufzeit zu finden sein. Also die Akkukapazität wird wahrscheinlich dann auch wieder bei dem Modell ein bisschen größer sein. Aber ich denke, das wird auch der einzig große Unterschied der beiden Modelle sein. Kameramäßig wird da schon viel gemutmaßt, ob es jetzt vier Kameras sind oder ob ein Time-of-Flight-Sensor dabei ist. Das heißt, für Tiefeninformationen bei den Fotos ist das wichtig. Oder auch, dass die Bildstabilisierung nochmal verbessert wird, gerade bei der Ultra-Weitwinkel-Linse. Da wird, denke ich mal, auf jeden Fall einige kommen. Das ist ja immer so, die Kamera ist ja bei den iPhones immer so ein Aushängeschild. Also da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Dann ist natürlich noch die Frage, wie sieht es aus mit der Notch? Und hier konnte ich mir vorstellen, dass sie so ein bisschen schrumpft. Und zwar ist bekannt geworden, dass die Komponenten, welche für Face ID wichtig sind, auch schmaler werden können, beziehungsweise nicht mehr so viel Platz wegnehmen. Somit könnte man natürlich mutmaßen, dass dann auch die Notch kleiner wird. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wünschen würde ich es mir auf jeden Fall, denn seit dem iPhone 10 hat sich ja wirklich gar nichts getan bei der Notch-Größe. Die ist immer noch genauso groß. Und wenn sie ein bisschen kleiner wird, wird es da, denke ich mal, auf jeden Fall sehr gut ankommen. Beim Display habe ich noch vergessen, hier könnte eventuell auch ein 120 Hz Display verbaut werden. Da gibt es auch schon aktuell Gerüchte, dass Apple diesen Schritt gehen möchte. Gibt es ja auch schon bei den aktuellen iPad Pro Modellen und da kommt es ja auch sehr gut an und da hat man auch gesehen, dass es gar nicht so krass auf die Akkuleistung geht. Das könnte ich mir bei den Pro-Modellen auf jeden Fall auch gut vorstellen. Kommen wir jetzt abschließend nochmal zur Leistung. Hier wird natürlich der A14 Bionic Chip installiert sein. Der wird nochmal effizienter sein und nochmal performanter als der A13 Chip. Das wird, denke ich mal, auch ganz wichtig sein, wenn jetzt Apple, wie gesagt, diese 120 Hertz Technologie einbaut. Dann ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass das Ganze effizient vom Prozessor geregelt wird. Ist ja, wie gesagt, bei den iPad Pros ebenfalls schon gut der Fall. Kann man auf jeden Fall gespannt sein, welchen Weg der Apple nun im Ende einschlagen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die neuen iPhones. Ich freue mich persönlich sehr drauf, gerade auf das neue Design. Also ich finde das persönlich wirklich richtig schön. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Wie steht ihr so zu den neuen iPhones? Überlegt ihr euch, die zu kaufen oder wartet ihr noch? Wie sieht es aktuell bei euch aus? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten war es das von diesem Video. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Es hat mich gefreut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.